Hallo und willkommen bei TableQuest. Wir haben den 1.4. und Ausgabe 10 ist mit einer Woche Verspätung endlich im Handel erschienen. Wie ihr sehen könnt, habe ich uns die Ausgabe heute Morgen gleich besorgt und ja, die wollen wir uns jetzt gleich mal gemeinsam anschauen. Eins noch vorweg. Das wird jetzt wohl demnächst häufiger so sein, dass solange die Covid-19-Maßnahmen aktuell sind, diese Zeitschrift wohl nur noch zweiwöchentlich herauskommt. Also nicht wundern. Nun, man könnte schon fast meinen, die wollten uns nur ärgern damit, dass das jetzt eine Woche später kam, denn wie ihr sehen könnt, ist ja dieses Mal der erste Panzer mit dabei. Oder sollte man Panzer dazu sagen? Sieht ja mehr aus wie ein gepanzerter Floh, aber sagen wir einfach mal einen Panzer dazu. Gut, schauen wir uns mal den Bausatz an. Der Panzer selbst kommt nur in einem einzigen Gussrahmen, wie wir hier sehen. Alles wieder sauber gegossen. Es sind nicht viele Teile. Es ist easy to build, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier ist ein bisschen was abgebrochen. Aber da weiß ich jetzt wenigstens, wo die Pinne herkam, die aus der Tüte gefallen sind. Ja. Na gut, kommt mal vor, kein Beinbruch. Dazu bekommen wir eine ziemlich große Base. Und ja. Das wird bestimmt Spaß machen, wieder zusammenzubauen. Ja. Hier haben wir sogar ein paar Löcherchen drin, damit wir das genau mittig aufstellen können. Gut, ist für mich jetzt nicht so interessant. Aber wer die Hilfe braucht, wird sich zu schätzen wissen. So. Kommen wir mal zur Zeitschrift. Diesmal wird der... Ach, dieser Name ist so schrecklich. Mephitic Blighthauler vorgestellt. Wir bekommen eine detaillierte Bemalanleitung. Und wir werden unsere erste Mission bekommen, indem wir mit dem Fahrzeug kämpfen. Yeah. Wer hat das gedacht? Gut, fangen wir schon mal an. Gut. Erst einmal bekommen wir eine kurze Einführung. Welchem Typ gehört er an? Welche Rolle übernimmt er auf dem Spielfeld? Auf was ist er spezialisiert? Und welche Bewaffnung kann er mitnehmen? Das zieht sich über zwei Seiten. Hm. Oh, ich sehe, haben wir sogar eine kurze Geschichte dabei, in der der Blighthauler vorkommt. Das ist doch nett. Hier bekommen wir jetzt die detaillierte Beschreibung des Blighthaulers. Welche Waffen er mitführen kann. Diese Waffen werden noch einmal... Ja, präzisiert auf der nächsten Seite und dann kommt auch schon wieder eine größere Geschichte, in der der Blighthauler eine Rolle spielt. Ja, das zieht sich wieder über zwei Seiten und als nächstes kommt die obligatorische Zusammenbauanleitung und da wir hier mal wieder ein neues Modell haben, können wir uns glücklich schätzen, dass das dabei ist. Naja gut, sollte ja auch so sein. Ist ein bisschen komplizierter wie die ersten Marines, aber auch nicht unmöglich. Gut, als nächstes können wir uns dann schon gleich der Bemalanleitung widmen. Da sehen wir direkt, das sind schon direkt mehr Farben dabei. Die haben wir ja alle schon in den letzten Ausgaben bekommen. Wir benutzen sogar beide Shades. Also ich muss ehrlich sagen, mir wäre das Gold für den ehrlich gesagt zu hell. Ich bin da mehr der Freund von Bronzetönen. Also, ja. 3-4 Mal mit dem Shade drüber und das sollte passen. Gut, als nächstes kommt wieder das Interessante, nämlich Mission Nummer 9. Bewegung, Art und Kampf mit Fahrzeugen. Dazu die Werte.
die neuen Regeln, die generell eingeführt werden mit dieser Ausgabe. Gut. Das sieht alles wieder interessant aus. Dann, wie wir Schaden zuweisen im Nahkampf mit Fahrzeugen, so wie das aussieht. Und noch eine Mission. Schön, schön. Gut. Am Ende haben wir wieder die Zusatzregeln. Zum Beispiel mit einer Extrawaffe, dem Gallspeier und bei unserem... Ach, ja, wie hieß der Typ denn jetzt noch? Ah, der Psycho-Fiffi vom letzten Mal. Mir fällt jetzt der Name. Skriptor, genau. Der Skriptor mit seinem Psy-Schwert und der Psy-Fähigkeit Schmetterschlag. Oh, da vergesse ich den Namen von dem. Gut. Und die obligatorische Vorschau. Wir bekommen nämlich die nächsten 2 Wochen, oder soll ich besser sagen, die nächsten 4 Wochen, die Aggressors von den Ultramarines oder generell Space Marines und als Charaktermodell der Death Guard den Foul Blightspawn. Sieht interessant aus, aber mal abwarten. Ich finde den ehrlich gesagt viel interessanter als den dicken. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick auf die Ausgabe liefern. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sharky. Bye.